Not a new amount of some people living their life in bottles. Granddaddy had the golden flask, packed up every day in Chicago. Some people like the way it feels, some people want to kill. So, meine Damen, willkommen wieder hier zurück zu einer neuen Folge von Battlefield 1 hier auf meinem wunderschönen Kanal. Ey, jetzt haben sie mir die Pferde weggeschnappt. Was sind das für Wichser? Hä? Hier ist doch ein Pferd. Warum kann ich... Ah, jetzt kann ich beitreten. Ah! Ja, und damit grüße euch. WTF. Okay, was ist hier auch immer los? Begrüße euch hier zu einer neuen Folge von Battlefield 1 hier auf meinem wunderschönen Kanal. Heute noch die erste Folge allein. Ich hoffe, dass die nächste Folge dann mit jemand Berühmtes wird. Müssen wir mal schauen. Aber heute erstmal noch nicht alleine. Hat den folgenden Grund, dass ich jetzt doch was aufnehmen möchte aus Lust und Langeweile. Habe ich gesagt, jo, nehme ich jetzt noch eine auf. Die andere Person, die muss noch kurz was essen, kurz noch andere Sachen machen und deswegen würde ich sagen, geht das vollkommen klar. So. Geil, wie man hier hängt einfach. So. Sind zwei Punkte nebeneinander. Das ist ja auch bei Battlefield 4 mal gewesen. Meine Lieblingssache war das nicht unbedingt. Ah, Mist. Okay, gut. Ich habe vorhin eine Runde gespielt gehabt, da waren teilweise nur, Wichser unterwegs. So welche hässlichen, dreckigen Wichser. Und ich hoffe mal, dass diese Runde ein bisschen besser wird. Es muss ein bisschen entspannter werden. Und ja, wie gesagt, ich habe jetzt gerade ein bisschen Zeit, habe ein bisschen Langeweile. Gerade eben habe ich nichts Großes zu tun. Ich weiß nicht, warum ich so sehr rumlecke. Also ich habe irgendwie einen Ping, okay, ich habe auf jeden Fall einen Ping von 32, vorhin hatte ich bei 100 irgendwo den Ping gehabt und deswegen hat mich das ziemlich angekotzt. Wir sind jetzt noch relativ entspannt, wie gesagt, es ist eine Runde, entspannte Runde und ich habe einen guten Vorschlag für euch. Es kommt darauf an, ob ihr den Vorschlag gerne haben wollt oder nicht. Yo, Alter, ich brenne. Alles klar, was ist denn hier los? Hier kamen ja Sachen. So. Man könnte auch sagen, jedes Mal, wenn ich sterbe, müsste ich mir eine reinknallen. Okay, eigentlich bin ich wiederbelebt. Eigentlich müsste der Schlag zurückkommen. Ah. Das ist keine gute Idee gewesen, aber jetzt habe ich angefangen damit. Aber jetzt habe ich angefangen hier mitten im Krieg. Ah, scheiße. Ich habe keine Lust mehr. Meine Backe. Ey, das war kein leichter Schlag, das sage ich euch. Versuchen wir hier ein bisschen rumzukommen. Nachladen. So, ein bisschen weiter vor können wir jetzt. Ach du Scheiße, da kommen Raketen geflogen. Also ich wollte gerade gucken, ob das eine Waffe ist, die hier lag.
Ich brauche ein bisschen Scharfschützen. Ja, das täuscht. Scheiße. Aber gut durchgehalten, würde ich sagen. War recht okay. Hab mich mal gut geschlagen. Bereiten wir mit dem Pferd ein bisschen weiter vor. Gehen wir. Ja. Gut. Es ist unangenehm. Es tut nicht weh, aber es ist extrem unangenehm. Man bekommt ja okay, jeden Tag macht man sowas und deswegen ist es ja nicht gerade angenehm für die Leute, die SM mögen. Die wissen natürlich, es ist geil. Die würden mich jetzt als verrückt erklären. So, wir versuchen mal hier ein bisschen außerhalb noch ein bisschen zu reiten. Ja, Leute von heute. Ich habe ja schon in letzter Woche ein paar Videos erzählt. Es muss sich einiges ändern hier auf meinem wunderschönen Kanal. Oh fuck, hier wechsle ich als Sniper gar nicht so schlecht. Ich glaube, wir probieren es einfach nochmal mit dem Scharfschützengewehr. Als Speer. Dreht mal bei. So. Und dann versuchen wir das gleiche nochmal. Ungefähr nochmal das gleiche nochmal. Ach halt, warte mal, ich habe vergessen. Dafür gibt es eine Doppelbestrafung. Huh! Nein! Das tat aber nicht weh. Das tat mir an der Hand weh, weil ich meinen Kopfhörer geschlagen habe. Ja, ich habe auch schon in den letzten Folgen erzählt, ich würde gerne mal wissen, was sich eigentlich so gewünscht wird als Videos. Auf und los geht's wieder. Da wechseln immer, glaube ich, mal die... Aber wir haben ja plus. Okay. Ich habe gedacht, wir haben so noch eine Pistole unterwegs, mit dabei, aber die haben wir wohl nicht. Oh. Das tut gar nicht mal weh. Das tut gar nicht so richtig flash. Ah, ne, tut. Sir, warum haben wir niemals einen Panzer? Versorger. Ich glaube, als Versorger sind wir gut unterwegs. Oder auch nicht. Das war ein Scheiß-Spawn. Mal hier hinterwerfen. Oh, die Gasmaske. Von wo? Alles klar, Leute. Das wird langsam weh. So. Was kann man so schönes bringen? Das sind ja immer so die Sachen bei mir. Was kann man in wunderschönes bringen? Ich muss mir mal neue Waffen kaufen. Das fällt mir auf. Auch wenn das Spiel nicht so oft spiele. So. Es ist noch Mittagsruhe bei mir. Also wir haben es noch nicht mal um 2. Also wenn jetzt irgendwann mein Nachbar vorbeikommen würde, würde ich das natürlich verstehen. Oh. Was hat er gemacht? Süß, nicht wahr? Mich würde auch, vielleicht interessiert euch ja was ganz anderes und vielleicht, ich will ja nun nicht gerade der Berühmte werden auf YouTube. Ich möchte einfach ein paar Leute finden, die sagen, okay, den Dreck gucke ich mir an von dem. Oh, da war ein Speer. Da waren Raketen unterwegs. Junge.
Na, ganz knapp, würde ich sagen. Nee, der hat noch volles Leben gehabt. Scheiße, dafür gibt's eine fette. So. Wir sind aber gut durchgekommen, aber ich würde mal sagen, wenn es weiter so geht, gewinnt der Feind. Vielleicht müssen wir uns... Ja, ist so die Sache. Halten wir uns jetzt weiter nach hinten? Müssen aber dort alleine durchwaschen oder wir gehen voll ins Gefecht, was nach vorne geht. Ich würde fast sagen, ich verschwinde wieder nach hinten. Hat eben den einfachen Grund, dass hinten weniger los ist. Komm in das Kampfgebiet zurück. Und ich vielleicht ein bisschen Ruhe hinten habe. Alter! Ja, schon wieder ihr. Haben wir jedenfalls noch einen erwischt, das ist sehr gut. Alles klar, hätte ich mich bloß nie bewegt, hätte ich vielleicht überlebt. So, wir haben es 14:45 und Menzi ist einfach scheiße. So, ich nehme wieder einen Brautner, vielleicht hilft er ja. Panzer, Munition, Kavalier, Waffe, das ist okay. Und Schritt. So. Da habe ich, glaube ich, euch gerade kurz geschlagen. Das ist aber kein Problem, glaube ich mal. Das geht schon, alles klar. Und wie gesagt, ich würde mal sagen, wir verschwinden wieder nach hinten. Okay, das ist auf cool. Das habe ich auch zum ersten Mal jetzt gesehen. Ja, yeah, mit dem Schwert aber stürm mit dem Pferd. Wir haben Einsatzziel Bertha erobert. Naja, gut. Menzi schlägt sich für jeden tot. Nicht gut. Die Runde ist gerade mal halb erst vorbei. Wir verlieren. Wir werden hundertprozentig verlieren. Oh. Alles Siegi. Das war der Knochen. Oh, ich habe den Knochen mitbewegt. Oh, oh. Was ist denn? Das habe ich auch noch nie erlebt. Ich habe gegen die Unterkieferbacken hier. Oh. Leute, ist so schmerzhaft.
Munition hier! Wir verlieren Einsatzziel Bertha. Oh, Scheiße. Also die Schläge werden sanfter. Die Lust geht echt nach unten. Guckt euch das mal an! Und hier hinten hängen auch noch ein paar, also. Wir haben Einsatzziel Bertha verloren. Geil. Geil, 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 geil. Und noch niemand fährt oder sonst irgendwas hier. Mann, kotzt das einen an. Sollen wir die ganze Strecke laufen? So eine Wichs-Scheiße, Leute. Bringt mir nicht viel auf die Entfernung. Was ist das? Dass die Leute überhaupt so lange überleben, manche, das ist schon verrückt. Junge, du brauchst Munition, ich will die Munition geben und dann... Alles klar, ich habe die ganze Zeit auf den geschossen. Man hat auch gesehen, dass ich auf ihn geschossen habe. Also jetzt kann man lügen. Hat... Ach, warte mal. Ah, es geht gar nicht. Es geht gar nicht so gut mehr. Aber jetzt würde ich damit schießen. Wir haben die übernommen. Sehr, sehr nice, Leute. So eine dreckige Scheiß-Wichse hier. Ab zu... Warum versucht keiner nach oben zu gehen? Wir werden auch versuchen von E zu kommen, oder? Wir verlieren Einsatzziel David. Ja, von hinten. Oh, da waren sie. Oh. Also so, glaube ich, läuft es recht gut. Aber wir verlieren gerade Caesar sehr, sehr schnell. Das war bei dem ich, das weiß ich, das war Reinwasche. Naja gut, irgendwann mal, wir müssen irgendwann mal ein Thema anfangen. Mir schreibt kein Schwein mehr. Bin ich so scheiße geworden? Mir wurde sowieso gesagt, ich bin nicht mehr kein guter YouTuber, oder man ist, also es ist sehr leicht, besser zu sein als ich. Meine Meinung danach, ja, das ist es. Und ich mache das ja auch nicht als... Ich mache es ja hier aus Spaß, nicht aus Muss oder sowas, sondern ich mache es einfach aus Spaß. Und wenn das die Leute nicht verstehen, dass es Spaß ist, dass man, was man hier macht, dann tut es mir leid, weil, wie gesagt, ich möchte kein großer YouTuber oder sowas werden. Ich möchte einfach Spaß mit YouTube haben, was ich so jetzt habe.
Dann ist mir egal, ob viele sagen, du bist scheiße oder sowas. Ist mir das völlig egal, weil wenn man Spaß daran hat und das sein Hobby ist, man baut, versucht sich was aufzubauen oder, dann ist es gut so, dann ist es richtig so, dann macht man das auch alles gut so. Aber wenn irgendwelche Leute ankommen und sagen, yo, ja, deine Mutter ist selbst besser als du auf YouTube und macht das noch nicht mal oder so, das war keine Beleidigung. Aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Vielleicht sagt ihr mir auch so, ja, mach mal mehr schöne Videos von Autodaxmanator oder. Das sind die Videos, die nicht gut ankommen. Das sieht man ja auch. Aber die mache ich trotzdem, weil es Spaß macht. Es macht einfach Spaß, sowas aufzunehmen, dämlich zu quatschen. Und mehr möchte ich auch nicht. Wir hatten gesagt, dass ich groß auf YouTube rauskommen möchte. Wir hatten gesagt, dass ich gut sein möchte. Wir hatten gesagt, dass ich sonst was irgendwas sein oder machen möchte. Da hat sich vollkommen daran falsch gedacht, sagen wir es mal so. Wie gesagt, ich möchte einfach nur Spaß haben und es ist. Man muss sagen, ich möchte auch nicht groß werden. Ich möchte nicht wie PewDiePie oder sonst irgendwas werden. Daumen. Ja, habe ich von meiner Sicht aus sehr, sehr schlecht gesehen. Alles klar. Jo, warum treffe ich nicht? Ihr habt doch gesehen, dass ich getroffen habe! Hey, was war denn das? Ich treffe! Guckt euch das mal hier an! Ah, hier könnte man jetzt auch sich die Waffen holen. Aha. Aha, das sind so welche Sachen, die habe ich mich überhaupt nicht dafür interessiert. Anpassen. Oh, viel, viel besser. Ah, macht mir in der Nähe Schaden. Scheißegal, kaufen wir uns. Die holen wir uns, jetzt geht's ab. Leute, jetzt hat Menzi eine neue Waffe. Jetzt werden wir denen mal zeigen, was eine Hake ist. Eine Hake ist eigentlich, ja gut. Camper Pussy. Ja, das ist ein Sniper, der campt. Und wenn man die ganze Zeit dann am Spawnen, das ist wohl die, okay. Aber man, ja, da weiß ich die Situation nicht, aber wenn man sich an Battlefield 4 erinnert, an die U-Bahn, da gab es auch eine Camper-Sache. Direkt neben der Rolltreppe nach oben, wo man sich gut verstecken konnte. Sage ich jetzt einfach mal. Wir verlieren. Ja, wer hätte das gedacht, dass wir verlieren? Das habe ich sogar von Anfang an gesagt. Oh, ist eine Schroti ist das! Alles klar. Oh nee, eine Schroti will ich nicht. Nee. Oh nee, keine Schroti. Nehmen uns die hier noch freischalten. Ja, anlegen, zurück. Kurz mal
reingehen. Ist ja auch eine Schrot. Ich will doch keine hässliche Schroti haben. Gut, Leute, ich würde mal sagen, das war's in der Runde. Hoffentlich nächstes Mal wieder mit jemandem gemeinsam. Wenn nicht, dann habe ich wohl keine Zeit gefunden. Dann wird es nächstes Wochenende hoffentlich werden. Ich sage nur, wenn euch der ganze Part gefallen hat, gibt mir nur oben wenig einen Daumen nach unten. Schreibt mir einen Kommentar, ob ihr mehr davon sehen wird oder auch nicht. Und dann bis zum nächsten Mal. Sagt der Mann aufs Wort. Ciao, ciao.